dass es nicht so weitergeht. Ja, diesmal halte ich streng Diät. Doch wenn ich zum Bäcker laufe und mir Vollkornbrötchen kaufe, schnuppere ich die Pfefferkuchen und schon ist zu spät. Mein Gott, wie lecker, oh wie lecker riech's beim Pfefferkuchenbäcker. All die süßen Pfefferkuchen musst du unbedingt mal selbst versuchen. Schokoherzen, Schokozungen, Schokobrezeln, Schokospitzen, Schokomandelsplitter, Alpenbrot und Pflasterstein. Schon im Märchen schrieben die Gebrüder Grimm, dass sie Hexe haust im Knusperhäusel drin. Sie verwirrt die Kids mit süßer Leckerei, keiner kommt am Pfefferkuchenhaus vorbei. Doch keine Frage war, dass sie das Baumaterial direkt aus Pulsnitz importierte, der Trick, er funktionierte. Lecker, oh wie lecker riecht's beim Pfefferkuchenbäcker. All die süßen Pfefferkuchen musst du unbedingt mal selbst versuchen. Schokoherzen, Schokozungen, Schokobrezel, Schokospitzen, Schokomandelsplitter, Alpenbrot und Pflasterstein. Das Rezept ist uralt und geheim obendrein. Aus der Pfeffer kommt tausend Gewürze hinein. Zimt und Anis, Ingwer, Koriander, dazu Nelken wie mit Kardamom. Reichlich Nüsse, Mandeln und Aromen, Hirschkorn, Salz und noch viel mehr davon. Gut gebacken, gefüllt, Kuvertüre zum Schluss. Pfefferkuchen aus Pulsnitz, der absolute Hochgenuss. Lecker, oh wie lecker riecht's beim Pfefferkuchenbäcker. All die süßen Pfefferkuchen musst du unbedingt mal selbst versuchen. Schokoherzen, Schokozungen, Schokobrezel, Schokospitzen, Schokomandelsplitter, Alpenbrot und Pflasterstein. Da sag ich nicht nein, schmecken ja so fein, ganz lecker.